Deine Show, ja. Ach, das ist gut. Ja, ja. Bodensee-Klassik. Endlich geht's los. Wir freuen uns auf den ersten Tag und ja, hoffentlich wird's nicht das verflixte siebte Jahr. Wir haben festgestellt, das Fahrzeug ist... Nein, du bist älter als das Fahrzeug, haben wir heute festgestellt. Ja. Also es geht ja eigentlich nur noch bergab, um es kurz zu machen. Ja. Danke. Soll ich drücken? Moment, ich sag dir gleich, wenn du drücken magst. Steigt die Spannung. Und jetzt. 10,7 Sekunden. Geht nicht. Warum geht die nicht? Ziehen wir voll durch. 7 Sekunden bis da, ja. Andreas. Geht's los? Ja. Okay. Nee, kann ich noch nicht. Ich weiß. 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 Jetzt. Na toll. So, okay. Bis gelaufen. Jetzt. 5, 6, 6, 7, 8, 10. Weit, 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 weit. Und ganz spannend ohne. Ah, richtiger Volltreffer auf den Punkt.
Was ein toller Tag, der erste Tag der BKL 2018. Ich bin begeistert. Ziel. Noch besser ist, werden. Noch besser werden als gestern. Heil durchkommen und alle Deckungsprüfungen drehen. Wir wollen Platz 119 verteidigen. Nein, wir wollen tatsächlich auf jeden Fall zweistellig heute Abend sein. Es knistert. Auf geht's. Come on. Tschüss. Sechzehn, siebzehn, achtzehn. Der dürfte sein. Sehr gut. 21, 22, 23, durch. So, durch schon mal. Sehr gut. Und ist gelaufen. Scheiße. Ab 60 geht der Zelt ja nicht mehr weiter. Das ist ein Riesenproblem. Dann steht da 101. Erste. Okay, da hinten durch, dort Mittelwert, nächstes. Versuch sie mal zuerst zu überblicken, weißt du? 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und wie ist gelaufen? Na, war zu ungenau. Aber. Mach nix. Mach. Das war jetzt 6 Sekunden, hätten wir gebraucht. Ich hätte nicht nochmal. Hat das gepasst oder nicht? Keine Ahnung. Okay. Bei der ersten 6 und bei der zweiten 8. Also bis hier 6 Sekunden. 5, 6, 7, wir sind schon drüber. Wie? Und 8 Sekunden. Gas. Nee. Wie Gas? Insgesamt 8 oder nicht? Oh. Das hat nicht gepasst. Das war nix. Das hat nicht gepasst. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das da 8 Sekunden und wann fährt er drüber?
bei 7 Sekunden. Den ganzen Tag muss ich mir anhören, dass wir zu spät sind und dass ich zu langsam bin. Jetzt waren wir mal pünktlich. Das war gestern, aber es war sehr viel Zufall. Meine Frau hat irgendwo gedacht, es wäre besser, nicht auf die Uhr zu hören, sondern selbst mitzuzählen. Und dann hat sie selber mitgezählt und das war der Erfolg. Heute waren wir damit aber nicht erfolgreich. Ja, es war eine gute Erfahrung, sage ich mal. Geklappt hat nicht viel, bis auf die eine Prüfung offenbar. Auf geht's. Ja. Ab jetzt nicht mehr mit dem Fahrer sprechen. Danke. Geheime Durchfallskontrolle. Ja, super, das auch noch. Wir wollen beide nur sagen, wir lieben Peter Göbel. Einfach, oder? Und oben sind wir links raus. Wir müssen jetzt hier nicht nochmal rumfahren. Genau, genau. Vier Stempel. Es sind vier Stempel. Es sind einfach nur vier Stempel. Wir haben es, glaube ich, gerafft. Wir machen es richtig, ja. Ach Quatsch. Doch, nee, doch. Ehrlich, also wir sind schon, zwei Stempel haben wir schon, die sind schon richtig. Und da unten bekommen wir den dritten. 1A, du wirst es sehen.
Nee, wir wollen noch mehr. Wir wollen 6 Stempel haben. Genau. Ganz klarer Fall. Ah. So, ganz kurz mal ein Fazit der letzten 3 Tage. Geil. Schön, kann man nicht viel anders sagen. Wieder mal eine sehr schöne Rallye, auch wenn es unsere erste war. Super, genial. Also wenn wir uns ein bisschen konzentriert hätten, wäre da richtig was Geiles bei rausgekommen. So. Mit dem spreche ich nicht. Der Gesamtsieg euch doch. Der hat mir auch geguckt. Wir haben alle Ziele verfehlt. Ja. Extrem toll, schön, anstrengend. Jetzt sind wir froh, dass wir im Ziel sind, dass wir 2 Gratis-Getränke kriegen und ihr habt euch auch was verdient. Getränke, meine ich. Ja. War super. Dankeschön für alles. Ja. Ja, Frank. Eine machen wir noch, Frank, ne? Was? Eine fahren wir noch nächstes Jahr. Ja. Ja? Ja, ja. Okay. Schön. Wir suchen uns dann auch noch ein anderes Auto aus. Auto aus, ja. Das Auto habe ich ausgemacht, ja. Gut.